Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe seit Aktienfinder.net den Aktienscreener für Wachstumswerte. Hier geht es ins langfristige Investieren in Aktien, um von steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Dividenden sind jetzt momentan weniger ein Thema bei diesem Video, denn hier geht es schwerpunktmäßig um Alibaba. Ein wirklich faszinierendes Unternehmen, wie ich finde, und das ich auch investiert bin. Wir haben in einem vorigen Video die Fangaktien uns angeschaut, hatten da gesehen, dass die Bewertungen sehr hoch waren, dass die größte Überbewertung aber schon abgebaut war, dass teilweise, also einige Fangaktien auch schon unterbewertet waren, in historischen Maßstäben betrachtet. Sie haben dann den Blick nach Osten gerichtet, auf China, haben da also dann die BAT-Aktien angeschaut, beziehungsweise, naja, nicht alle angeschaut, nur Baidu. BAT heißt Baidu, Alibaba, Tencent, haben da den chinesischen Markt näher betrachtet und dann festgestellt, dass ausländische Investoren diskriminiert werden. Dass aber faktisch das für uns einfache Aktionäre von Vorteil ist, weil wir dennoch in die Unternehmen wie eben Baidu, Alibaba, Tencent investieren können über ein gewisses Konstrukt. Und dass diese Unternehmen dann aber durch diese Diskriminierung vor internationaler Konkurrenz geschützt sind. Und das Resultat ist eben, dass Amazon, Google, Yahoo, eBay und so weiter nicht im chinesischen Markt vertreten sind, sondern dass es da eigene Unternehmen gibt und dass diese eigenen Unternehmen mittlerweile schon sehr stark und groß geworden sind und auch dabei sind, weiter zu expandieren. Unter anderem eben auch Alibaba. Und zu Alibaba möchte ich, kleine Märchenstunde, kurz was erzählen. Ich habe nämlich die Biografie von Jack Ma, den Gründer von Alibaba, gelesen. Und um Alibaba besser zu verstehen, muss man, denke ich, auch die Vision von Jack Ma sehen, warum er das Ganze gemacht hat. Er hat seine Vision schon in die Praxis umgesetzt vor Alibaba mit China Pages Mitte der 90er Jahre. Seine Vision ist es gewesen, den chinesischen Produzenten den Zugang zum internationalen Markt zu erschließen. Und zwar insbesondere den kleinen und mittleren Unternehmen. Das heißt, wenn jetzt ein Chinese irgendeine Fabrik hat und da, was weiß ich, Gummistiefel oder so herstellt, dann hat er damit vielleicht den lokalen Markt bedient und von mir ist auch die weitere Region, aber bestimmt nicht ganz China und erst recht nicht den internationalen Markt, zum Beispiel in den USA. Gab es einfach keinen Zugang zu. Jack Ma hat dann erkannt, dass es Internet gibt und also dann diese China Pages gemacht hat, Mitte der 90er Jahre. Da gab es in China noch überhaupt kein Internet. Er hat aber trotzdem ein Internetunternehmen gestartet. Das muss man sich mal vorstellen. Er hat also in den USA eine Webseite hosten lassen. Die war ein Verzeichnis chinesischer Unternehmen, wo dann halt drin stand, welche Unternehmen gibt es und was bietet es an. Und er hat im Prinzip diese Listings verkauft, den chinesischen Unternehmen, ohne dass das chinesische Unternehmen oder die Leute, mit denen er verhandelt hat, überhaupt wirklich wussten oder jemals eine Seite im Internet gesehen haben. Hat aber trotzdem in gewissem Maße funktioniert. 1999 ist dann Alibaba gegründet worden und die Vision war eigentlich die gleiche, den chinesischen Produzenten eben den Zugang zum Markt zu erleichtern. National, international. Und am Anfang war das eine reine B2B-Geschichte, das heißt Business to Business und Business to Consumer, das also über diese Online-Seiten dann auch an den Endverbraucher verkauft werden konnte. Das kam dann erst später dazu. Das hat man eBay zu verdanken. eBay hat nämlich versucht, im chinesischen Markt Fuß zu fassen. Und Alibaba hat sich da bedroht gesehen, beziehungsweise Jack Ma hat sich bedroht gesehen und hat gesagt, okay, eBay ist jetzt B2C eher oder C2C, also dass einzelne Verbraucher ihre Produkte weiterverkaufen, andere Verbraucher. Aber könnte auch bald B2B werden, dann ist eine direkte Bedrohung für uns, also Alibaba. Und anstatt auf die Bedrohung zu warten, hat Jack Ma anders reagiert. Der hat ein Geheimprojekt gestartet und Taobao als Online-Plattform für B2C entwickelt, als direkte Konkurrenz im Prinzip zu eBay. Und der Clou im Prinzip ist gewesen, dass da keine Verkaufsgebühren angefallen sind,
soweit ich weiß, wenn da was bezahlt wurde, dann war es eben für Werbung und für, also für, oder für bessere Platzierung und so weiter. Letzten Endes ist eBay unterlegen, obwohl die viel größer gewesen sind. Und Alibaba hatte dann eben nicht nur B2B, sondern auch B2C. Und das ist, denke ich, ein guter Einstieg, um hier mal Alibaba kurz vorzustellen, was die alles für Segmente haben. Und wir sind hier im Jahresbericht 2017, also im letzten Jahresbericht. Und ich muss jetzt auf die Seite 66 kommen. Moment. Und hier sind wir. Und hier sind die unterschiedlichen, nennen wir Segmente, die aus denen Alibaba bzw. der Konzern besteht. Wir haben hier den Handelsbereich, einmal, also den Bereich Handel, einmal hier ist es der Einzelhandel. Also diejenigen, die hier was kaufen, sind quasi wir, sind die Konsumenten. Dann gibt es den Großhandel. Hier ist also der Endverbraucher nicht involviert. Das ist also B2B. Und dann gibt es noch Consumer Services. Und Consumer Services, wenn man sich beispielsweise was zu essen bestellen möchte oder ähnliches. Und der meiste Umsatz, der wird im Retail Commerce gemacht, ungefähr 70% oder etwas mehr als 70%. Wir haben dann noch andere Segmente, die sich hier mit Unterhaltung beschäftigen, beispielsweise Alibaba Pictures, Alibaba Musik und so weiter. Und ähnlich wie auch Alphabet, die nennen es Bets, also Wetten auf was Künftiges, wo man versucht, was Neues hochzuziehen. Gibt es hier auch so ein Innovation Initiatives. Und ich hatte das schon erwähnt gehabt im letzten Video um die Bats. Wenn man hier Online-Handelsplattformen anbietet in China, dann muss man dafür sorgen, dass auch der Rest funktioniert. Das heißt, dass dann auch die Waren fließen können, die physischen, also gibt es auch Logistik. Und in die andere Richtung muss auch das Geld fließen. Das heißt, man braucht auch hier einen Bezahlservice. Ja, dann hier von Ant Financial gemacht. Wir können es auch Alipay nennen. Und dann gibt es hier noch die Cloud-Services. Das heißt, hier fließen ja überall Daten durch die Gegend und das darf man sich nicht so vorstellen, dass hier überall eine getrennte Datenbank quasi ist, sondern das Ganze wird durchgehend verwaltet. Ist also gerade, man kann sich das als ein großer Datenfluss vorstellen und das eröffnet dann Alibaba ganz neue Möglichkeiten. Und zwar hat Alibaba eine Initiative gestartet und die nennt sich New Retail. Und Alibaba sieht jetzt nicht länger Online-Handel und Offline-Handel getrennt, sondern sie möchten das miteinander im Prinzip verschmelzen. Und was heißt denn das? Ich habe mir mal ein Beispiel ausgedacht. Ich glaube, ich habe das irgendwo mal gehört. Ich habe das jetzt nur verfeinert, damit man das besser verstehen kann. Nehmen wir mal an, es gibt irgendwo in China einen Tante-Emma-Laden, also überhaupt nichts Großes. Und wenn die jetzt zum Beispiel hier über Alipay bezahlt, dann würde Alibaba quasi das Kaufverhalten der Kunden kennen, beziehungsweise wüsste, welche Produkte wann nachgefragt werden, weil sie ja bezahlt werden. Und dann könnte im Prinzip Alibaba, nehmen wir an, das ist eine alte Frau, die den Tante-Emma-Laden betreibt, könnte Alibaba der alten Frau sagen, wann welche Produkte gut gehen und wann sie wie ihre Auslage, also ihr Schaufenster auszustaffieren hat, um mehr Kunden ins Geschäft beispielsweise zu locken. Alibaba könnte dann auch der Frau sagen, dass die Produkte, die sie absetzt, wo es die am günstigsten zum Beispiel gibt, um sie also zum Einkaufen, also Neudeutsch Supply Management oder Supply Chain oder wie auch immer. Das heißt, über diese Daten kann dann den Händlern und auch den ganz kleinen Händlern schon oder Produzenten auch gut geholfen werden. Und das geht dann weiter bis beispielsweise große Restaurantketten, die könnten dann auch davon profitieren, von dieser Vernetzung zwischen also digital und der Offline-Welt, Brick and Mortar heißt das dann auf Englisch. Beispielsweise wird man dann in ein Restaurant gehen und nicht mehr auf den Ober warten, der einem die Speisekarte reicht, sondern man hätte dann quasi sein Handy, hätte die Speisekarte auf dem Handy und würde dann gleich online bestellen. Und die App wüsste dann quasi, an welchem Tisch man sitzt und ob dann tatsächlich noch jemand kommt, der das Essen reicht oder ob das irgendwie dann übers Fließband geht. Das heißt, mal dahingestellt. Aber das wäre ein anderes Beispiel, wie Daten quasi in die Offline-Welt, in die alte Offline-Welt, Eingang finden könnten
um eben dieses Offline-Geschäft quasi dann auch ja, zu revolutionieren und effizienter zu machen. Das heißt im Prinzip, dass die Kunden von Alibaba nicht mehr klassisch eine Webseite haben müssten, sondern also als die kommerziellen Kunden, die Business-Kunden, müssen nicht mehr eine eigene Webseite haben, einen eigenen Webshop einrichten. Was sie ja machen können, die können Minisites einrichten bei Tmall, Taobao und so weiter und es geht alles kostenlos. Sie müssten nicht mehr mal das machen, um ein Businesskunde bei Alibaba zu sein. Wenn wir uns jetzt mal die einzelnen Segmente angucken, was die so an Umsatz machen, dann habe ich ja schon gesagt, dass hier der Retail den größten Bereich ausmacht. Und da gucken wir mal auch in den Jahresbericht weiter rein. Und das wäre hier. Wir sehen hier jetzt also die unterschiedlichen Segmente, aus denen Alibaba besteht. Und man sieht, dass hier der Core Commerce, also der Handel insgesamt, und da ist Großhandel und Einzelhandel einbezogen, dass der in 2018, ich mache es noch größer, dass der in 2018 86% ausgemacht hat und der Einzelhandel hat 71% ausgemacht. Das ist also, wenn man so möchte, eine noch einseitigere Verlagerung auf ein Segment, also zum Beispiel bei Apple. Der Fall ist mit dem iPhone. Auf der anderen Seite besteht das iPhone quasi, oder so eine iPhone-Linie aus jeweils, glaube ich, drei neuen Modellen. Und hier hat dieser China Commerce Retail, das ist natürlich sehr, sehr viel differenzierter, sowohl was die Plattform angeht. Taobao haben wir schon genannt, Tmall ist eine andere und es gibt noch AliExpress und diverse weitere. Das heißt, und das sind, hier werden Kunden angesprochen, in vielen Ländern unterschiedliche Kundschaft mit und für unterschiedliche Produkte und Services teilweise. Das heißt, das kann man nicht jetzt mit dem iPhone vergleichen. Das ist sehr viel diversifizierter. Was wir dann noch haben, das ist Cloud Computing. Das hatte ich oben gar nicht genannt. Dann hier Digital Media und Entertainment. Und dann hier diese Alphabets, wie es bei Alphabet heißt. Und man sieht, dass die, hier müssten wir reingehen, 2018, dass die Umsätze ja dann relativ niedrig sind. Was auch noch interessant ist, das zeige ich jetzt aber nicht im Jahresbericht, dass alle Segmente Verlustbringer sind, bis auf den Handel. Also das ganze Geld, die ganzen Gewinne, Cashflows, die Alibaba erzielt, die kommen über den Handel. Alles andere macht Verluste. Unter anderem oder hauptsächlich deshalb, weil er so stark investiert wird. Wenn wir uns jetzt mal Alibaba kurz im Aktienfinder anschauen, da holen wir uns erstmal unseren kleinen Merkzettel. Und da haben wir jetzt hier die Fang-Aktien und die BAT-Aktien. Und wenn wir das jetzt hier nochmal nach der Marktkapitalisierung sortieren, übrigens, da sehen wir hier schon, dass sich die Plätze geändert haben. Jetzt ist Amazon Nummer 1 in der Marktkapitalisierung und Microsoft war im Fang-Video noch die Nummer 1 gewesen. Und Amazon hat ja wohl wieder um 50 Milliarden oder so zugelegt. Das geht alles ganz schnell. Wir sehen aber hier Alibaba und dann gucken wir uns jetzt mal die Umsätze von Alibaba an. Und das sieht man schon sehr schön. Also Alibaba ist erst 2014 im Spätjahr an die Börse gekommen, aber das Unternehmen hat schon vorher existiert. Insofern haben wir auch schon wenigstens teilweise für vorher Zahlen. Und das sieht man hier wunderschön, wie die Umsätze quasi anziehen. Und ein Ende des Zuwachses ist nicht in Sicht. Das heißt, wir stellen hier voraussichtlich, wenn es so läuft wie prognostiziert, keine Verlangsamung des Umsatzwachstums fest, sondern eher noch eine Verfestigung, vielleicht sogar Beschleunigung. Und das Ganze hat unterschiedliche Gründe, also unterschiedliche Treiber. Und zum einen haben wir ja schon im China-Video gesehen, dass 40% ungefähr der Chinesen noch überhaupt keinen Zugang zum Internet haben. Das heißt, die warten im Prinzip noch drauf, Alibaba-Kunde zu werden. Andere Geschichte ist, dass diejenigen, die schon Internet haben, eine höhere Kaufkraft bekommen. Das heißt, sie werden tendenziell mehr konsumieren, zum einen. Und zum anderen arbeitet Alibaba auch ganz explizit daran, die Wertschöpfungskette zu erhöhen. Wenn beispielsweise jemand sein U-Bahn-Ticket oder so mit Alipay bezahlt, dann könnte da in dieser App auf seinem Smartphone dann noch irgendwas eingeblendet werden, weil wenn das Kaufverhalten bekannt ist von demjenigen, könnte ein Angebot, Sonderangebot oder so von Tmall oder irgendwo oder Taobao dann eingeblendet werden, was ihn interessieren könnte.
Dann könnte er da drauf drücken, wäre wahrscheinlich gleich eingeloggt, weil Alipay ihn schon kennt. Dann kennt quasi die andere Plattform von Alibaba ihn auch. OAuth-Prinzip, was wir auch kennen mit Google Login oder Facebook. Und dann verliebt er sich vielleicht in die Plattform Taobao. Dann ist er Taobao-Kunde und entdeckt da neue Produkte und so ungefähr. Also man braucht quasi einen Einstieg über eine App und das andere dann, das folgt. Und Alibaba setzt zudem auch international auf Expansion, beispielsweise über AliExpress, weil Alibaba ist momentan relativ stark vertreten in Spanien, Brasilien und Russland, aber es gibt auch viele andere Länder, in denen sie eben noch nicht so stark vertreten sind oder gar nicht vertreten sind. Und das wird dann auch spannend werden, wie Amazon dann auf die Konkurrenz reagiert, weil das ist kein Konkurrent, den man einfach platt machen kann. Und im Gegensatz zu Amazon regiert Alibaba nach dem Prinzip Leben und Leben lassen. Amazon ist ja my margin oder your margin is my opportunity. Das heißt, wenn ein Händler auf Amazon was verkauft und Amazon meint oder sieht, dass das ganz gut geht und hohe Margen hat, dann können die durchaus den selbst eigene Produkte dann anbieten, dem Händler Konkurrenz machen und den Händler auch kaputt machen. Diesen Eigenhandel macht Alibaba nicht. Und Alibaba ist auch relativ sparsam, was Gebühren angeht, im Gegensatz zu Amazon eher. Das heißt, wenn die dann beispielsweise, wenn Alibaba dann auf den amerikanischen Markt drängt, dann muss Amazon definitiv dann drauf reagieren. Wahrscheinlich reagieren sie jetzt schon. Ich habe gesehen, dass auf der englischen Seite die Gebühren gesenkt werden bei Amazon. Also es gibt einige Treiber, die es plausibel machen, dass das Umsatzwachstum weiter ansteigen wird. Auf der anderen Seite haben wir hier sinkende Margen. Also das sieht jetzt relativ dramatisch aus. Wenn man sich die operative Marge ansieht, dann ist es weniger dramatisch. Im Jahresbericht 2017 steht drinnen, dass zukünftig die Margen nicht weiter sinken werden. Beziehungsweise was im Original drinnen steht, ist, dass dass Kosten und Umsatz zukünftig proportional steigen sollen. Das heißt also aus meiner Sicht, dass die Margen dann konstant bleiben sollen. Es wird natürlich ganz stark investiert und das ist auch der Grund, warum die ganzen anderen Segmente vom Handel abgesehen negatives Ergebnis aufweisen. Wir kommen dann noch zur Bewertung, würde ich sagen. Beziehungsweise bevor wir zur Bewertung kommen, können wir noch sehen, dass im Gegensatz zu Amazon Alibaba schon seit langer Zeit profitabel ist. Also schon hier haben wir es 2006, seit 2006 profitabel ist. Und auch weiterhin profitabel bleibt. Das war ja bei Amazon lange Zeit nicht der Fall gewesen. Und dann gucken wir uns mal die Bewertung jetzt an. Und wir sehen, dass Alibaba Stand heute mit 150 US-Dollar nah oder beziehungsweise fair bewertet scheint. Wir haben einen fairen Wert basierend auf dem KGV, also auf dem Gewinn. Das wären ungefähr 140 US-Dollar. Und dann den auf dem Cashflow wären 165 US-Dollar. Also eine kleine Spreizung und der Preis, der bewegt sich momentan zwischen diesen beiden fairen Werten. Das Ganze wäre dann auch mehr oder weniger unverändert so für das Ende des Geschäftsjahres und dann dank dem anziehenden Umsatzwachstum bei gleichbleibenden Margen natürlich steigt dann der Gewinn, steigt also auch der faire Wert und dann hier wären es dann gleich 175, 179 US-Dollar irgendwo und dann. Also im folgenden Geschäftsjahr wäre dann Alibaba also unterbewertet. Was ich noch teilen möchte, ist eine andere Ansicht auf die Bewertung. Das hier ist eine Bewertung basierend auf den historischen Multiples, die man hier sieht. Jetzt gibt es noch die Discounted Cashflow-Analyse und da möchte ich mal noch hier auf alle Aktien verweisen. Da hat nämlich der Michael Jakob, so heißt er, glaube ich, eine Analyse geschrieben über Alibaba und in dieser Analyse hat er auch eine Discounted Cashflow Analyse, Berechnung untergebracht. Und zwar in Excel kann man die sich runterladen, das habe ich getan. Und ich finde es aus zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen ist es interessant, weil man hier einen anderen Kennsatz, weil man hier einen anderen Ansatz bezüglich der Bewertung eines Unternehmens hat. Und zum anderen natürlich, weil es sich um Alibaba handelt und man dann wissen möchte, ja, was kommt denn da raus? Generell ist beim Discounted Cashflow
Ansatz so, dass man in die Zukunft guckt. Im Aktienfinder guckt man in die Vergangenheit, um zu einem unteren fairen Wert zu kommen. Beim Discounted Cashflow Modell überlegt man sich, wie die Cashflows sind, die zukünftigen. Das wären dann die hier, wobei er hat es mit dem EBIT gemacht, ich würde den Free Cashflow machen, aber das tun wir jetzt mal nicht ausdiskutieren. Mir geht es ums Prinzip, ums prinzipielle Verständnis. Wir hätten hier also die für 25 Jahre die zukünftigen Zahlungsströme. Und jetzt muss man noch wissen, dass Geld heute ist mehr wert als Geld in einem Jahr. Geld in einem Jahr ist mehr wert als Geld in 2 Jahren und so weiter. Kann man sich beispielsweise so erklären, dass man das Geld ja verzinsen lassen kann. Das heißt, wenn ich heute 100 hätte in der normalen Welt, wo es Zinsen gibt, zum Beispiel 5%, dann hätte ich in einem Jahr dann 105. Und das heißt, 105 in einem Jahr sind so viel wert wie 100 heute. Kann man sich so merken. Das heißt, man muss dann diese zukünftigen Zahlungsströme abdiskutieren, kommt dann auf einen Wert. Das wäre dieser hier. Ist der schon abdiskontiert? Ja, der ist schon abdiskontiert. Wenn man das durch die Anzahl der Aktien teilt, dann käme man hier auf einen fairen Wert. Und er kommt hier in dem Beispiel auf 197 US-Dollar. Ist also über den, wie viel waren es bei mir? 140 bis 160, glaube ich, dazwischen, oder? So irgendwas in der Gegend. Kommt also hier auf einen höheren, fairen Wert. Der ist natürlich nicht in Stein gemeißelt und der beruht auf Annahmen. Das ist eben beim Discounted Cashflow Modell so. Da muss man sich das Unternehmen einzeln anschauen und muss dann ganz genau gucken, um auf den Cashflow, beziehungsweise hier in diesem Fall auf den EBIT zu kommen, muss man sich ganz genau überlegen, wie hoch jetzt die entsprechenden Größen sind und wie man die in die Zukunft fortschreiben lässt. Und es gibt jetzt kein, sage ich jetzt mal, kein allgemeines besser oder schlechter, welchen Ansatz man wählt. Ich möchte es hier nur präsentieren, um damit man auch mal sieht, wie ein anderer Ansatz über die andere Ansatz aussieht über dieses Discounted Cashflow Modell. Und dann wieder zurück zum Aktienfinder. Und hier sind wir jetzt wieder im Aktienfinder und es war es im Prinzip auch gewesen. Also ich bin Long Alibaba, noch als kleiner Disclaimer, was Sie dann mit Ihrem Geld machen, ob Sie Alibaba kaufen oder nicht, ob Sie überhaupt in China investieren wollen oder nicht, bleibt natürlich ganz Ihnen überlassen. So, das war das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.